Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Ich hatte ja hin und wieder schon mal kleinere Probleme mit meiner Videohardware. Mal wurde der Funk nicht korrekt aufgenommen, mal ging der Akku in die Knie. Auf dieser Tour war es dann tatsächlich ein Festplattencrash. Zwar konnte ich jeden Abend problemlos alle Daten auf der Platte sichern und zu Hause auch noch auf den PC kopieren, aber ein großer Teil der Aufnahmen ließ sich leider nicht öffnen. Selbst mit einem kostenpflichtigen Tool waren die Dateien nicht reparierbar. Deshalb muss ich heute, von ein paar Fotos unterlegt, etwas mehr erzählen, um den Mangel an bewegten Bildern auf den Flügen nach Arcachon und dann weiter nach La Rochelle ein klein wenig auszugleichen. Das ist extrem bedauerlich, weil gerade der Flug nach Arcachon, der nun vor uns liegt, funktechnisch außerordentlich spannend war. Aber der Reihe nach. Am heutigen Morgen schauen wir beim Frühstück mit ungläubigen Gesichtsausdrücken auf die hohe Anzahl von Restricted Areas sowie aktuellen NotAms in der Region von Arcachon. Schon gestern Abend hatten wir gesehen, dass hier zahlreiche Beschränkungsgebiete aktiv sind, aber heute Morgen ist hier alles dunkelrot. Die gesamte Region ist zugepflastert mit Sperrgebieten, beginnend bereits 30 Kilometer vor der Küste. Wir versuchen zunächst durch Lesen ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, aber eine eindeutige Klarheit ergibt sich nicht. Dürfen wir nun fliegen oder nicht? Ich rufe also den Tower in Arcachon an und frage nach, ob wir überhaupt eine Chance für eine Landung haben. Ja, lautet die überraschende Antwort, aber ihr müsst unbedingt die Militärs rufen und dürft keinesfalls höher als 1000 Fuß fliegen. Dazu muss man wissen, dass sich in nur 5 Kilometer Entfernung südlich des Zielflugplatzes die große Militärbasis Cazaux befindet. Sie dient als Flight Training Center nicht nur der französischen Luftwaffe, sondern auch den Luftstreitkräften der Republik Singapur. Seit 3 Tagen liefe hier ein großes Manöver mit Helikoptern und Alpha-Jets ab, erklärt uns der nette Türmer. Wir seien aber herzlich willkommen. Okay, denken wir, das kann ja aufregend werden, aber mit dieser mündlichen Absicherung steigen wir beruhigt in unsere Flieger und verlassen Saint-Étienne. Hier sehen wir unsere gesamte Route von der Loire an die Atlantikküste. Wir starten auf der 17 und nehmen gleich Westkurs auf. Wir überfliegen die Loire und kurz darauf steigt das Gelände ziemlich steil an. Immerhin ist das Zentralmassiv an seiner höchsten Stelle knapp 2000 Meter hoch. Es ist insgesamt eine sehr hügelige, aber auch strukturschwache Gegend mit wenig Städten. Als wir die Dordogne und wenig später auch die Garonne überqueren, sehen wir die Riesenstadt Bordeaux vor uns liegen. Insgesamt war dieser Überlandflug durch das Zentralmassiv problemlos. Der Fluginformationsservice war überall erreichbar und auch ganz gut zu verstehen. Interessant wurde es dann in den letzten 20 Minuten vor der Landung in Arcachon. Schon früh schickt uns der Streckenlotse zu Cazaux Approach. Der wiederum gibt uns einen Squawk und versichert sich zweimal, dass wir auch ja die 1000 Fuß nicht überschreiten. Und wir sehen nun auch, warum der Lotse seine Anweisungen so exakt befolgt haben möchte. Südwestlich von uns, in geringer Distanz, sehen wir alle Minute einen startenden Kampfjet, hin und wieder unterbrochen von einem Helikopter. Immer wieder müssen wir unsere Position melden. Und kurz vor Arcachon werden wir aufgefordert, Cazaux Tower zu kontaktieren. Obwohl nur noch wenige Minuten von unserem Zielflugplatz entfernt, bekommen wir einen neuen Squawk und die Anweisung, den Reporting Point November Echo zu melden, obwohl der bereits zum Anflug von Arcachon gehört. Wir sind schon fast in der Platzrunde. Da entlässt uns Cazaux mit der Bitte, den Tower Arcachon zu rufen. Der Workload im Cockpit ist in dieser Phase ziemlich hoch. Und ich bin froh, dass ich noch 2 weitere helfende Hände im Cockpit habe, die mir beim Eindrehen der Frequenzen und Transponder-Codes helfen. Es ist sehr schade, dass ich dieses Video mit den entsprechenden Funksequenzen verloren habe. Den nächsten Tag verbringen wir auf Fahrrädern am Strand und auf Europas größter Wanderdüne. Wobei kein Bistro vor uns sicher ist. We'll be right back.
Am nächsten Tag fliegen wir weiter nach La Rochelle. Auch hier fehlt wieder eine ganze Reihe von Videosequenzen, gerade von der rechten Außenkamera, welche auch noch einmal die Düne zeigen sollte. Hier sieht man unsere Route nach dem Start. Kaum, dass wir in der Luft sind, rufen wir wieder Caso Tower und bitten um eine Sightseeing-Tour via Sierra Delta und Oscar II bis zu dem Örtchen Biscarros, um dann wieder nach Norden zu drehen und ein weiteres Mal in niedriger Höhe am Strand entlang zu fliegen. Der Vorbeiflug an Europas größter Wanderdüne ist ein echtes Highlight. Aber auch die beiden Schleifen über die Bucht von Arcachon sowie die Halbinsel von Cap Ferret werden uns noch lange im Gedächtnis bleiben. Nördlich von Bordeaux verbindet sich die Garonne mit der Dordogne zur Gironde. Ihr 75 Kilometer langer Mündungstrichter ist der größte Europas. An dieser Stelle hier fließt die Gironde ins Meer. Das letzte große Highlight dieses Fluges nach La Rochelle ist der Überflug über die Hafenanlagen von La Palisse mit ihrem geschichtsträchtigen U-Boot-Bunker. Anlässlich des im August 2022 verstorbenen Wolfgang Petersen war es mir eine besondere Ehre, hier heute vorbeifliegen zu können. Denn hier wurden 1980 einige der Außenaufnahmen des Films Das Boot gedreht. Die Landung auf dem kontrollierten Airport La Rochelle ist kein Problem. Im Gegensatz zu der Bestellung eines Taxis. Erst die siebte Rufnummer ist erfolgreich. Den ganzen Nachmittag sowie den Abend verbringen wir in der Altstadt. Die Dune du Pilat bei Arcachon steht seit 1978 unter Naturschutz. Die rund 18.000 Jahre alte und, nach dem Mont Saint-Michel, meistbesuchte Touristenattraktion in Frankreich ist die größte Wanderdüne Europas. Die auch als Weiße Dame bekannte Düne ist ein bemerkenswertes Naturphänomen. Sie ist 106 Meter hoch, 2,7 Kilometer lang und ihr Volumen berechnet sich zu etwa 60 Millionen Kubikmetern Sand. Würde man den Sand auf ein Fußballfeld kippen, wäre der Sandberg über 8 Kilometer hoch. Erstaunlich ist auch die Geschwindigkeit, mit der sich die Düne durch den Wald frisst. Mit sage und schreibe 5 Metern pro Jahr kommt diese Sandkiste voran und begräbt langsam aber sicher den angrenzenden Kiefernwald unter sich. Und irgendwann dürfte sie dann auch unseren Flugplatz erreichen. Allerdings dauert es noch ein Weilchen, bis das dieses Ereignis eintritt. Rein rechnerisch ca. 1400 Jahre. Thank you.
La Rochelle approach. Bonjour and good day. Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, bonjour. Yes, bonjour. Delta Mike Echo Mike Zulu. Information with Delta Mike Golf Tango Zulu. Close behind me. VFA from Arcachon to La Rochelle. Current position is 5 miles southwest of reporting point Sierra for landing in La Rochelle. Will you be landing as a formation? Delta Mike Echo Mike Zulu, confirm landing information. Copied. So, squawk 4727, QNH is 1018, enter right hand base runway 09, report base. Delta Mike Echo Mike Zulu, QNH 1018, squawk 4727, will report right base 09. Das ist ja mal ein einfacher Anflug. Ja. Das lasse ich mir gefallen. Welche Runway? Ja, wie ich gesagt habe, also nicht oben rum, sondern right hand so rum. Wir dürfen über die Stadt. Delta Mike Zulu, La Rochelle. Delta Mike Echo Mike Zulu, go ahead. Confirm the type of the two aircraft, please. Delta Mike Echo Mike Zulu, type of aircraft is CT, Charlie Tango, COB2, and Delta Mike Golf Tango Zulu, type of aircraft is Zulu 602, COB1. Das ist ja cool, ey. Ah, sehr schön. Ja. Dann kriegen wir vielleicht die Bunker zu sehen. Ja. Delta Mike Zulu, report final 09er, number 1. Delta Mike Echo Mike Zulu, report final 09er, number 1. Ich sehe den Bunker. Da, unterhalb der vielen weißen Röhren da. Da ist der. Ja. Alpha Mike, donc les essais terminés au point Golf limité. Alpha Mike, Poli Alpha. Schon letztes Jahr, bei meinem ersten Besuch hier in La Rochelle, wollte ich unbedingt die alten U-Boot-Anlagen sehen. Das hat aber leider nicht geklappt. Aber heute ist uns der Anflug auf die 09 vergönnt. Und der führt direkt an den Bunkeranlagen vorbei. Bekannt wurden sie der breiten Öffentlichkeit durch den Film Das Boot von 1981. Der Regisseur Wolfgang Petersen, wie erwähnt, kürzlich verstorben, und Schauspieler wie Jürgen Prochnow schafften durch diesen Film den Sprung nach Hollywood. Und etliche weitere Schauspieler, wie Jan Fedder, Uwe Ochsenknecht, Martin Semmelrogge oder Sky Dumont, machten große Karriereschritte in der Filmbranche. Und nicht zuletzt Herbert Grönemeyer wurde hier erstmals richtig wahrgenommen, bevor er dann als Sänger seine große Karriere startete. Die Geschichte der Bunkeranlagen ist hingegen weniger ruhmvoll. 1940 besetzten die Deutschen Nord- und Westfrankreich und schon im April 1941 begann der Bau dieses U-Boot-Stützpunktes im Industriehafen La Palisse. In einem zweiten Bauabschnitt entstanden dann bis 1943 die weiteren Zellen 8 bis 10. Der Bunker misst eine Fläche von 3,5 Hektar und seine Wände sind zwischen 2 und 3,5 Meter stark. Die 3,5 Meter Stahlbeton der Decke trotzten weitgehend den englischen Fliegerbomben. Der Bunker steht noch immer als finsteres Mahnmal scheinbar unangetastet an derselben Stelle. Von hier aus fuhren die Schiffe der 3. U-Boot-Flottille ihre Einsätze im Rahmen der Atlantikschlacht. Im Film heißt es, dass von 40.000 U-Boot-Männern 30.000 nicht zurückkehrten. Bei Wiki lese ich, dass von den 863 U-Booten, die zu Feindfahrten ausliefen, 630 nachweislich versenkt wurden. Das sind ebenfalls 3/4. Und von den ca. 31.000 aktiven U-Boot-Fahrern kehrten fast 27.000 nicht zurück. Das sind sogar fast 90%. Furchtbare Zahlen also. Gegen Ende des Krieges war diese Anlage so gut zu verteidigen, dass sich die Deutschen erst am 8. Mai 1945, also am Tag der deutschen Kapitulation, ergaben. Heute dient der Bunker der französischen Marine als Lager. We'll be right back.
Und das war unser Flug nach La Rochelle, was übrigens so viel heißt wie kleiner Felsen, was sich auf ein Kalksteinplateau in der Stadtmitte bezieht. Nach dem Check-in im Hotel besorgen wir uns ein paar Fahrräder und wollen dem U-Boot-Bunker auch einen persönlichen Besuch abstatten. Leider ist die Anlage komplett abgeschirmt, man kommt nicht heran. Den Rest des Tages verbummeln wir in der fantastischen Altstadt, von der wir hier noch ein paar Bilder zeigen.